Berlin-Schöneberg. Mia Breuer ahnt noch nicht, dass der heutige Tag ihr Leben völlig auf den Kopf stellen wird. Er beginnt mit einem unerwarteten Anruf ihrer Mutter, der die 26-Jährige am frühen Morgen aus dem Schlaf reißt. Katrin Breuer ist in großer Sorge um ihre Tochter. Hallo, hallo mein Schatz, schön, dass ich dich höre. Mein Gott, geht's dir gut, Mia? Ja, ich hab geschlafen, warum soll's mir denn nicht gut gehen? Wie viel Uhr? Ist gut, ja? Natürlich, was ist denn los? Hast du noch keine Zeitung gelesen? Nee, Mama, ich hab doch gesagt, ich hab geschlafen. Wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? Was bist denn du so aufgebracht? Warte mal. Guck doch mal bitte in die Zeitung. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Oh mein Gott, ich hab so eine Panik. Warte mal bitte. Ich muss mal einen Blick auf die Todesanzeigen. Todesanzeigen? Was? Wie, Mia Breuer verstarb? Was soll das denn? Wer macht denn so eine Scheiße? Weil das ein Scherz sein soll, ich find's nicht lustig. Ja, meinst du ich? Vor allem, weil ich... Na, ich habe in den letzten zwei Wochen jetzt nichts von dir gehört. Ich hoffe, ich keine Panik geschoben habe. Ich bin so, Mama, ich am Telefon habe, wie ich noch von dir höre. Mama, warte mal. Die Zeitung, die lag hier im Flur. Wie kommt die denn? Hier muss irgendjemand reingekommen sein. Die war im Flur, Quatsch. Nein, wirklich, die lag hier im Flur. Sonst bei dir mal vor der Tür. Hier, Mama, das, ich, keine Ahnung, die, ey, wie krass ist das denn bitte? Kannst also, du bitte kommen? Schließ zu, lass keinen rein, ich setz mich ins Auto und bin sofort bei dir. Ja, bitte. Ich ruf vorher noch die Polizei an. Bitte. Mach ich. Bitte. Bis gleich. Ich bin gleich da. Ja. Die Vorstellung, dass ein Fremder in ihrer Wohnung war, versetzt Mia in Panik. Die inzwischen alarmierte Polizei will der Sache nachgehen und untersucht eine halbe Stunde später die Wohnung auf Einbruchsspuren. Auch Mias Mutter ist gekommen, um ihrer Tochter beizustehen und sie zu beruhigen. Frau Breuer, ich habe mir eben die Tür noch mal angeguckt. Also ich kann da keine Einbruchsspuren feststellen. Ja, das, was da an der Tür abgeplatzt ist, das scheint alt zu sein. Und Sie haben ja auch gesagt, hier ist nichts entwendet worden, oder? Kein Schmuck, kein Bargeld. Die technischen Geräte, sehe ich, sind auch da. Es ist also nichts entwendet worden, aber die lag direkt hier im Flur. Die Zeitung. Hinter der Tür, nicht draußen. Hm. Und die kommt doch nicht von selber dahin. Gibt es denn noch irgendwie jemanden, der einen Schlüssel zu der Wohnung hat? Nur ich? Aber ich werde doch meiner Tochter keinen Schrecken einjagen. Was glauben Sie denn? Ja, na, das behauptet ja auch gar keiner. Bloß Sie müssen schon zugeben, es ist ziemlich seltsam. Ich meine, welcher Einbrecher kommt hier rein, legt da eine Zeitung hin, verschwindet dann, ohne irgendwas zu stehlen? Ja, das mag ja sein, aber die liegt... Wissen Sie, wie ich mich dabei fühle, wenn ich morgens wach werde und in meiner Wohnung liegt? Ja, ich verstehe schon, dass Sie sich da Sorgen machen. Ich würde Ihnen auch raten, dass Sie auf jeden Fall die Schlösser austauschen lassen, ja? Wir alarmieren jetzt aber erstmal noch die Spurensicherung. Und eins verspreche ich Ihnen, wenn hier jemand drin war und Spuren hinterlassen hat, unsere Jungs finden die. Von Ihnen bräuchten wir noch auch dann die Fingerabdrücke, dass wir Sie als tatneutrale Person ausschließen können, ja? Und was ist jetzt hier mit der Todesanzeige? Was passiert damit? Fassen Sie das mal nicht noch an, das brauchen wir doch auch als Spurenträger. Holst du mal eine Tüte? Ja. Die nehmen wir mit, die lassen wir natürlich auch untersuchen, ja? Aber ich finde, Sie sehen das ziemlich locker. Hier steht eine Todesanzeige drin. Meine Tochter ist bedroht worden und jetzt wird einfach nichts gemacht. Man, sie muss doch mal beschützt werden. Wir machen doch was. Aber wissen Sie was, das Problem ist, im Moment sieht es doch eher so aus, als wenn sich irgendjemand nur einen schlechten Scherz erlaubt hat. Ich sehe ihn schon. Aber eine Straftat ist das nicht. Aber wir tun ja alles und warten wir mal das Ergebnis der Spurensicherung ab, ja? Schön ist es nicht, aber wir können es doch erstmal auch nicht ändern. Hallo? Breuer, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Nein, nichts ist in Ordnung. Ich habe die Polizei vor dem Haus gesehen. Mama, mein Vermieter, den Herrn Laubach, kennst du ja noch. Ja, Laubach. Nein, die Zeitung mit meiner Todesanzeige lag hier mitten im Flur. Was? Als ich heute Morgen wach geworden bin. Wer macht denn sowas? Ja, das frage ich mich auch. Haben Sie vielleicht irgendwas mitbekommen im Treppenhaus oder irgendwas gesehen, gehört? Nee. Ich habe tief und fest geschlafen, wie immer. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ja. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als die Schlösser auszutauschen. Kennen Sie vielleicht irgendwie einen guten Schlüsseldienst oder... Frau Breuer, bleiben Sie ganz ruhig, ich mache das schon. Wirklich. Ich habe wirklich Angst. Haben Sie keine Angst. Ich werfe ab jetzt ganz besonders ein Auge drauf, wer sich im Haus rumtreibt. Ja? Okay. Vertrauen Sie mir. Dankeschön. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Auch wenn Herr Laubach die Augen offen halten will, richtig wohl fühle ich mich nicht. Also hier war ein Einbrecher in meiner Wohnung, der kann jederzeit wiederkommen. Ich lasse mich auf jeden Fall von meiner Anwältin beraten, wenn die Polizei mir nicht helfen will.
Mia fühlt sich in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher und hat sofort Anwältin Barbara von Minkwitz kontaktiert. In der Hoffnung, dass die Juristin weiß, was zu tun ist und wie sich die 26-Jährige schützen kann, stattet sie ihr noch am selben Tag einen Besuch ab. Guten Tag, Frau von Minkwitz. Haben Sie sich schon ein bisschen beruhigt? Ja. Naja. Setzen Sie sich bitte. Dankeschön. Ich bin wirklich kein ängstlicher Mensch. Aber irgendjemand wollte mir da mal einen Schrecken einjagen. Diese Zeitung mit der Todesanzeige, die lag direkt in meinem Flur. Nennen Sie mich hysterisch, aber ich habe wirklich Panik. Sie sind wirklich nicht hysterisch. Und ich denke, wir sollten sofort mal bei der Zeitung recherchieren, denn die Zeitungen sind verpflichtet, bei Todesanzeigen ganz genau die Personalien aufzunehmen. Dann ermittelt die Polizei wegen des Einbruchs. Da ist ein Verfahren gegen Unbekannt, das habe ich auch schon rausgefunden. Und für mich ist die entscheidende Frage, haben Sie irgendeinen Verdacht, wer das sein könnte? Ich habe die ganze Zeit hin und her überlegt, aber ich traue das niemandem zu. Wissen Sie, das Merkwürdige ist ja, dass wir bei diesem Einbruch überhaupt keine Einbruchsspuren haben. Und irgendwie muss der Einbrecher ja in die Wohnung gekommen sein. Die Einzige, die noch einen Zweitschlüssel hat, ist meine Mutter. Frau Breuer, jetzt denken Sie doch mal nach. Vielleicht haben Sie in letzter Zeit einen Schlüssel verloren oder auch verliehen. Ja, wo soll ich so sagen? Dem Fabian habe ich ab und zu meinen Schlüssel gegeben. Aber auch dem traue ich das nicht zu. Ja, und Fabian, wer ist das? Ist das Ihr Freund? Naja, so würde ich das nicht sagen. Wir hatten eine kurze Affäre. 5-6 Wochen höchstens. Aber der hat mir den Schlüssel immer wieder zurückgegeben. Das klingt ja so, als ob Sie sich getrennt hätten. Haben Sie Streit? Hat er vielleicht ein Motiv, Sie zu bedrohen? Naja, begeistert war er nicht. Ich habe mich von ihm getrennt. Er hatte mir halt die Liebe gestanden. Und ich war einfach noch nicht bereit. Ich habe halt kalte Füße bekommen. Er ist auf Wut und Brand abgehauen, aber naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Todesanzeige schaltet und bei mir einbricht. Also wissen Sie was, ich finde, wir sollten den Fabian auf keinen Fall aus dem Auge verlieren. Und jetzt, ich habe zum Glück keinen Termin mehr, gehen wir erst mal zur Zeitung. Wenn wir Glück haben, finden wir da einen netten Sachbearbeiter und können gleich mal in die Unterlagen gucken. Dankeschön. Ich bin wirklich froh, dass meine Anwältin mir glaubt und mir auch bei der Suche hilft. Das ist so unheimlich, nicht zu wissen, wer in meiner Wohnung war. Aber zutrauen wollte ich es keinem, auch nicht dem Fabian. Die Recherche bei der Zeitung blieb leider ohne Ergebnis, denn die Todesanzeige wurde unter falschem Namen aufgegeben. Doch so schnell gibt die erfahrene Anwältin nicht auf. Am frühen Nachmittag möchte Barbara von Minkwitz Mias Ex-Freund Fabian befragen. Da ihre Mandantin Schluss gemacht hat, liegt der Verdacht nahe, dass sich der Barkeeper rächen wollte. Fabi? Hey, was machst du denn hier? Kommst du denn hier von der Woche, kannst du mich gar nicht schnell genug loskriegen und jetzt? Das ist Schwachsinn, das weißt du selber. Wir müssen ganz kurz mit dir reden. Ja, wir, okay. Frau von Minkwitz, meine Anwältin. Dein Anwalt, aha. Herr Schumann, bei Frau Breuer ist heute Morgen eingebrochen worden und Ihre Todesanzeige ist in der Zeitung. Was? Wer macht denn sowas, bitte? Das würden wir furchtbar gerne von Ihnen wissen, Herr Schumann. Ist dein Ernst, ja? Ich soll bei dir eingebrochen sein und hab eine Todesanzeige, sag mal. Ja, keine Ahnung. Oder was? Ich liebe dich, ich würde dir doch nicht so eine Angst machen. Warum soll ich dir denn so eine Angst machen, sag mal? Ja, überleg mal, was du mir letzte Woche an den Kopf geworfen hast, als du so Wut in Brand abgehauen bist. Da hast du ja noch gesagt, ich werde es noch bereuen, dass ich dich verlassen habe. Ja, aber deswegen, da war ich in Rage. Deswegen stelle ich dir doch nicht hinterher oder brich bei dir ein und so. Das ist doch Schwachsinn. Herr Schumann, wir können es ein bisschen abkürzen. Es ist nämlich so, dass meine Mandantin mir erzählt hat, dass sie Ihnen häufiger Ihren Wohnungsschlüssel anvertraut hat. Das heißt, Sie hatten die Gelegenheit, einen Zweitschlüssel zu machen. Und wir haben das weitere Problem, dass bei dem Einbruchsdiebstahl heute Morgen überhaupt keine Einbruchsspuren zu sehen waren. Das heißt, der Einbrecher muss einen Schlüssel gehabt haben. Ja, ich habe aber keinen Schlüssel. Ich habe auch keinen nachgemacht. Ich kann es Ihnen nur so sagen. Ich habe keinen Schlüssel. Mhm. Also ich verstehe es nicht. Ich muss weiterarbeiten. Aber dann können Sie uns vielleicht kurz doch noch weiterhelfen und mir erzählen, was Sie heute Morgen zwischen 4 Uhr, als die Zeitung ausgetragen worden ist, und 8 Uhr, als die Frau Breuer aufgestanden ist, gemacht haben. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Ich war mit der Jasmin, meiner Kommilitonin aus der Uni. Mit der Jasmin? Ja, mit der habe ich ein Referat geschrieben die ganze Nacht. Und morgens um 8 Uhr war ich Frühstück. Hab die ganze Nacht zusammen gelernt. Ja, die ganze Nacht. Bist du eifersüchtig oder was? Nein. Ich kann sie gerne anrufen, weil die hat heute frei. Und dann kann sie gerne herkommen und kann gerne alles erklären. Herr Schumann, wir haben ein Problem. Wir haben nämlich den Schlüsseldienst bestellt, weil da Ersatzschlösser rein müssen in die Wohnungseingangstür. Und ich muss mir den Tatort angucken. Könnten Sie nicht vielleicht so nett sein, Ihre super fleißige Kommilitonin bitten, mal zur Wohnung Breuer zu kommen? Ja, das kann ich machen, ja. Das ist echt nett. Das wäre sogar nicht schlecht, weil dann kann man mal beweisen, dass ich das nämlich nicht bin. Das werden wir dann ja machen. Vielen Dank. Alles klar. Ich wünsche euch einen schönen Tag dann. Gleichfalls. Tschüss. Auch wenn der Herr Schumann hier seine Unschuld beteuert, so ganz überzeugt bin ich davon nicht. Schließlich macht er überhaupt keinen Hehl daraus, dass er auf seine Freundin doch ziemlich sauer ist. Aber wenn das mit dem Alibi jetzt klappt und bestätigt wird,
dann müssen wir ihn tatsächlich von der Liste der Verdächtigen streichen. Um Fabians Aussage zu überprüfen, möchte die Anwältin eine Stunde später mit seiner Kommilitonin Jasmin Kröger sprechen, die sich bereit erklärt hat, zum Tatort zu kommen. Vermieter Gideon Laubach lässt gerade Mias Wohnungsschloss auswechseln, für den Fall, dass der Stalker einen Schlüssel hat. Ja, Frau Breuer, dann können Sie heute Nacht wieder halbwegs ruhig schlafen, oder? Ja, naja, so sicher bin ich mir da nicht, ne? Also, wir wissen ja immer noch nicht, wer der Täter ist. Sagen Sie mal, Herr Laubach, ist Ihnen eigentlich in den letzten Tagen irgendjemand aufgefallen, der hier ums Haus geschlichen ist, sich auffällig verhalten hat? Vielleicht ein großer Mann, dunkle Haare, tätowiert? Ja, jetzt, wo Sie es so direkt drauf ansprechen, klar. Vor einigen Tagen habe ich hier so einen Typen rumlaufen sehen. Wissen Sie, ich habe gedacht, das ist Ihr Freund, weil ich Sie ab und zu mal zusammen gesehen habe. Sagen Sie mal, vor einigen Tagen, sagen Sie? Sie haben mir doch gesagt, Sie sind seit einer Woche von Fabian getrennt. Ja, ja, klar sind wir schon getrennt. Und er ist ja wutentbrannt abgehauen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was er hier gewollt haben kann. Vielleicht hat er mich durchs Fenster beobachtet. Herr Laubach, wenn Ihnen wieder was auffallen sollte, bitte tun Sie mir einen Gefallen und rufen Sie mich sofort an. Ja, Frau von Minkwitz, und Sie halten ihn für den Einbrecher und er hat die Todesanzeige aufgegeben? Naja, der Verdacht besteht zumindest. Also, ich werde jetzt richtig aufpassen. Versprochen. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Ach. Hi, Jasmin. Hallo. Es ist Jasmin Krüger. Ja. Hallo. Rechtsanwältin von Minkwitz, guten Tag. Fabian. Okay. Sollen wir schon mal reingehen? Ja, ich habe heute frei. Fabian meinte, es ist so wichtig. Jetzt bin ich hier. Also. Ja, wir machen es ganz schnell. Ich meine, es ist sehr nett, dass Sie gekommen sind. Und ich denke, der Fabian wird Ihnen ja schon gesagt haben, worum es geht. Es geht um sein Alibi. Er hat behauptet, Sie hätten in der letzten Nacht beide zusammen für ein Referat für die Uni gelernt. Die ganze Nacht. Naja, für Fabian lügen möchte ich nicht. Also bei mir war er nicht. Wie? Ihr habt nicht zusammen gelernt? Nein, also gestern Nacht war er, weiß ich nicht wo, aber nicht bei mir. Bitte was? Was für ein Mistkerl. Er hat uns eiskalt angelogen. Ja, nicht nur das. Vor allen Dingen hat er kein Alibi für die Tatzeit. Dann kommt er ja doch in Frage. Ja, gibt's noch was? Sonst hau ich rein. Ich hab Feierabend eigentlich hier frei. Nee, vielen Dank. Schönen Tag noch. Dankeschön. Also das spricht unglaublich gegen den Fabian, dass der uns wegen des Alibis angelogen hat. Ich mache jetzt Folgendes, Frau Breuer. Ich gehe sofort zur Polizei, informiere die darüber und dann frage ich auch gleich mal bei der Spurensicherung nach. Vielleicht haben die schon irgendein Ergebnis. Ja. Ich melde mich. So. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ja. Dankeschön. Der Herr Schumann hat sich mit seiner Lüge bezüglich seines Alibis nur noch verdächtiger gemacht. Das ist schon sehr merkwürdig, dass er so schnell angeboten hat, seine Kommilitonin hierher zu schicken. Und dann fällt die ihm auch noch in den Rücken. Ich meine, es lässt sich natürlich nicht ausschließen, dass die Kommilitonin gelogen hat. Aber bei der verzwickten Situation werde ich die Polizei jetzt erst mal bitten, ganz zügig den Herrn Schumann zu befragen. Am nächsten Tag besucht Barbara von Minkwitz Mia in ihrer Wohnung, um sie über den neuesten Stand der Ermittlungen zu informieren. Die 26-Jährige hat die ganze Nacht kein Auge zugetan, aus Angst, es könnte wieder jemand einbrechen. Auch die Anwältin kann noch keine Entwarnung geben. Ja, wissen Sie, ich war ja bei der Polizei und die Spurensicherung hat interessanterweise drei Paar Fingerabdrücke in Ihrer Wohnung sichergestellt. Einmal von Ihnen, ist klar, dann von Ihrer Mutter und von einer unbekannten dritten Person. Ja, die können ja dann nur von Fabian stammen. Die müssten doch dann zuzuweisen sein. Ja, so einfach ist das leider nicht. Wissen Sie, der Fabian, danke schön, der war ja mit Ihrer Zustimmung auch mehrfach in der Wohnung. Und man kann leider heutzutage Fingerabdrücken noch kein konkretes Datum zuweisen. Also wir können nicht sagen, diese Fingerabdrücke, die sind aber ganz bestimmt von dem Tag des Einbruchs. Ja, was passt ja alles zusammen? Er hat beim Alibi gelogen, er schleichte die ganze Zeit rum, der Herr Laubach hat ihn öfter erwischt. Das mit der Anzeige, das passt einfach alles zusammen. Er kann es nur gewesen sein. Ja, ich verstehe Sie ja. Ich meine, der hat natürlich ein Motiv. Sie haben ihn verlassen, der ist gekränkt, der ist verletzt und möglicherweise will er sich bei Ihnen rächen. Also, wer weiß, vielleicht ist er komplett irre. Was ist das denn? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Meine Güte. Das ist ja wohl... Nein, du kommst hier nicht weg. Naja, du bist hier wohl ein Spanner, oder was? Nein, lass mich in Ruhe. Was ist denn hier los, ey? Ganz ehrlich, hast du einen Knall? Was bist du überhaupt hier? Ich könnte dir so passen, Finger weg. Lass mich doch mal los, ey. Halt die Klappe. Ich wollte nur mit dir reden und zwar alleine. Aha. Ja, genau.
Also ich finde, vor allen Dingen sollten Sie mal die Wahrheit sagen. Wir wissen nämlich inzwischen, dass Ihr Alibi nicht stimmt und Ihre Kommilitonin in der besagten Nacht überhaupt nicht bei Ihnen war. Das kann nicht sein. Die lügt. Die ja, das Mischte genau. Warum sollen die denn bitte lügen? Weil ich sag dir die Wahrheit. Ich war noch die ganze Nacht bei ihr. Ja, genau. So, hallo. Ach, gut, dass Sie kommen. Ich habe diesen Typen hier auf frischer Tat ertappt. Wissen Sie was? Er hat vorm Fenster gestanden und gespannt bei ihr. Vielleicht wollte der wieder erneut einbrechen. Ich hab gar nichts. Weiß nicht. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Hallo. Hallo, Frau Vielleicht können Sie uns ja erklären, in Ruhe erklären. Fabian Schumann, ich war doch heute Morgen bei Ihnen, habe Sie über meinen Verdacht informiert. Das ist Schumann. Der Ex-Freund meiner Mandantin, der hat, wir verdächtigen ihn, dass er die Todesanzeige in die Zeitung gesetzt hat, dass er den Wohnungseinbruch gemacht hat. Er hatte Gelegenheit, sich die Schlüssel nachzumachen. Mhm. Und vor allem das Wichtigste, was ich Ihnen schon gesagt hatte, der hat kein Alibi für den Tatzeitpunkt. Schwachsinn. Ja, Schwachsinn. Kommen Sie mal mit, Herr Schumann. Das klären wir mal. Nicht, was kommen Sie mit. Überhaupt so. Das klären wir mal. Können wir gerne machen, weil dann seht ihr nämlich alle, dass das überhaupt gar nicht stimmt, was ihr hier telefonieren, Danke. Danke. Herr Laubach, Sie haben durch Ihren schnellen Eingriff wirklich mit Sicherheit Schlimmeres verhindert. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe Ihnen noch versprochen, dass ich mich um die Sache kümmere. Ich hoffe nur, dass Sie diesen Fabian auch gleich auf dem Revier behalten. Ja, ich hoffe doch. Das muss man irgendwie. Aber selbst wenn er der Täter ist, deswegen kommt er doch nicht in U-Haft. Bitte was? Jetzt muss ich weiterhin Angst haben, dass er hier rumstreunert und irgendwie mich stalkt, oder wie? Frau Breuer, das ist das Problem für Stalking-Opfer. Das ist einfach, ich kann einen vorläufigen Rechtsschutz machen. Ich kann ein Annäherungsverbot beantragen, dass der Täter sich Ihnen nicht mehr als 100 Meter nähern kann. Und für jeden Fall der Zuwiderhandlung, den müssen Sie anzeigen, können Sie eine Geldstrafe, im Zweifel sogar Haftstrafe. Ich denke, das Weitere besprechen wir mal drin. Vielen Dank. Wenn Sie noch welche Hilfe brauchen, Sie wissen ja, wo ich wohne, Frau Breuer. Dankeschön. Also das Verhalten von dem Herrn Schumann, das ist wirklich widersprüchlich. Obwohl alles gegen den spricht, beteuert der seine Unschuld und ist sogar noch kooperativ. Entweder wir verdächtigen ihn zu Unrecht oder der ist eiskalt. Aber mir ist jetzt was anderes ganz wichtig, das Stalking-Opfer. Ich muss unbedingt sofort ein Annäherungsverbot für meine Mandantin durchsetzen. Lying on a bottom. Barbara von Minkwitz will eingreifen, bevor etwas Schlimmeres passiert. Da Mia die Angst noch immer in den Knochen steckt, gönnt sie sich am Abend eine ausgiebige Entspannungsdusche. Doch da erwartet sie der nächste Schreck. Was ist das denn passiert? Der Strom, alles ist dunkel. Was? Ich, keine Ahnung, das ist... Ach, machen Sie sich mal keine Sorgen. Wissen Sie was, da ist vielleicht nur die Sicherung rausgeflogen. Wenn Sie wollen, schaue ich gleich mal nach. Ja, bitte, das ist doch noch nie passiert. Seitdem ich hier wohne, ist noch nie der Strom ausgegangen. Ja, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Das ist eine Kleinigkeit. Sie brauchen wirklich keine Angst zu haben. Wissen Sie was? Kommen Sie doch einen Moment rein, setzen Sie sich lange hin, beruhigen Sie sich einen Moment, ich schaue mal bei der Sicherung nach. Vielen Dank. Ja? Mir ist das so peinlich, meinen Vermieter so überrumpelt zu haben. Aber ich habe so eine Angst. Ich höre auf jedes kleine Geräusch. Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht abschalten. Ich hoffe einfach, das nimmt schnell ein Ende. Frau Breuer? Ja? Gute Nachrichten. Der Strom ist wieder da. Das Problem ist gelöst. Was war es denn? Ja, so eine alberne Sicherung ist rausgeflankt. Setz dich doch einen Moment. Wissen Sie was? Ich könnte Ihnen einen Schnaps anbieten. Das könnte Ihnen bei dem Schrecken jetzt gut tun. Ja, wenn es Ihnen recht wäre, würde ich auch ein bisschen hierbleiben wollen. Ich will nicht wieder allein in die Wohnung. Das ja, ich habe nichts dagegen. Ich hole uns einen Schnaps. Sie können so lange hier bleiben, wie Sie wollen. Ja? Dankeschön. Also die arme Frau Breuer macht im Augenblick wirklich gerade viel durch. Aber mir liegen meine Mieter einfach am Herzen. Und da bin ich einfach für sie da. Und es gibt schlimmere Gesellschaft als eine schöne Frau im Bademantel. Seit dem unerklärlichen Stromausfall ist eine Woche vergangen und Mia blieben weitere Zwischenfälle erspart. Anwältin Barbara von Minkwitz hat mittlerweile ein Annäherungsverbot gegen Fabian erwirkt. Alles scheint sich beruhigt zu haben und die Kellnerin geht erleichtert ihrer Arbeit im Café ihrer Mutter nach. Doch da taucht plötzlich wutentbrannt ihr Ex-Freund auf. Hey Mia, ich habe hier einen Fabian, Brief was machst du hier? Eine Post gehabt von Annäherungsverbot gegen mich. Wieso? Weshalb? Du hast den Brief ja wohl gelesen. Du darfst nicht. Entschuldigung. Was hab ich denn getan, sag mal? Entschuldigung. Schlimm genug, dass die Polizei mich löchert mit irgendwelchen Fragen und mich da auseinander nimmt. Du musst wissen, dass ich bei dir in die Wohnung nicht einsteige, dass ich dir keine Angst mache, dass ich dich nicht bedrohe. Was ist denn los? Was habe ich dir denn getan? Wie soll ich das glauben? Ich meine, ich kann dir das einfach nicht mehr glauben. Ja, aber das war ich nicht. Jasmin war das. Ich sag's dir doch die ganze Zeit. Die will sich an mir rächen, weil sie eifersüchtig ist. Warum hast du bei deinem Alibi dann gelogen? Ja, weil sie eifersüchtig ist. Hat sie dir so eine Story erzählt? Ich hab da... Fabian?
Was machst du hier? Raus, verschwinde. Ist ja okay, ist ja okay. Geh, sonst ruf ich die Polizei. Du musst aber auf dich aufpassen, okay? Ja, ich mach. Und du musst unbedingt... Geh bitte, du ja, musst ja, gehen. Probier aber mit Jasmin zu reden, weil sie hat heute Abend Schicht mit mir oder nachmittags. Ja, alles klar. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich glauben soll. Vielleicht haben wir dem Fabi die ganze Zeit Unrecht getan. Ich glaube, ich frage doch mal meine Anwältin, ob wir diese Jasmin überprüfen können. Die hat doch vielleicht gelogen. Is it right or is it wrong? Nachdem Mia ihrer Anwältin von Fabians Besuch im Café erzählt hat, macht sich Barbara von Minkwitz nachmittags erneut auf den Weg in die Strandbar. Sie will Jasmin noch einmal befragen und herausfinden, ob die 29-Jährige zur Tatzeit nun mit Fabian zusammen war oder nicht. Vor Ort trifft sie aber nur auf deren Arbeitskollegin Mareike Klaasen. Guten Tag. Ich bin Rechtsanwältin von Minkwitz. Ich bin die Anwältin von Mia Breuer. Ach, Fabians Ex? Ist was passiert? Ja, ich suche eigentlich die Jasmin Kröger. Der Fabian hat mir gesagt, die würde heute hier arbeiten. Normalerweise schon, aber sie hat mich so vor ungefähr einer Stunde angerufen, ich müsste mit ihr die Schicht tauschen. Ich habe mich selber ja auch gewundert, weil normalerweise lässt sie keine Chance aus, um mit Fabian zusammenzuarbeiten. Was soll das heißen? Normalerweise lässt sie keine Chance aus. Sie versucht halt immer in seiner Nähe zu sein. Sie ist total verliebt in ihn. Jasmin hat mir schon irgendwie ein bisschen leid getan. Ja, sie versucht eben alles, um mit ihm zusammen zu sein. Und er hat sich in Mia verliebt und naja. Aber ich meine, dann hat sie doch jetzt eine geniale Situation. Das wird sie doch auch gemerkt haben, dass Mia und Fabian sich getrennt haben. Das ist doch jetzt ihre Chance. Nee, na klar. Sie hat ja auch versucht, alles Mögliche, um sich noch mehr an ihn ranzumachen und sich anzunähern. Aber von einem Tag auf den anderen ist sie ihm dann aus dem Weg gegangen. Hat er ihr einen Abfall erteilt? Sie sind ja hartnäckig. Also, es ist ein Gerücht und ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Aber auf jeden Fall erzählen die Kollegen hier so, dass Jasmin versucht hat, Fabian betrunken zu machen. Sie hat ihn hier in die Beachbar geschleppt, weil sie sich erhofft hat, dass sie größere Chancen hat, wenn er betrunken ist. Und hat eine Abfuhr gekriegt. Aber wie? Also er soll irgendwie nur von mir erzählt haben und war total irgendwie abweisend zu Jasmin. Hat gesagt, dass er sich nur mit mir alles vorstellen könnte und dass sie die Einzige ist. Ach Gott, die Arme. Aber ich meine, das muss dem Fabian doch wahnsinnig peinlich sein. Ich meine, der wird sich doch bestimmt nachher bei ihr entschuldigt haben, oder? Das hätte er ja wahrscheinlich, wenn er sich daran erinnern würde. Aber angeblich weiß er gar nicht mehr, was passiert ist. Also er sagt nur, dass er mit ihr in die Beachbar gekommen ist und irgendwann mal am Morgen in seinem Bett aufgewacht ist. Sie haben mir unglaublich geholfen. Ganz herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Also das Gespräch mit der Barkeeperin, das war richtig aufschlussreich. Wahrscheinlich habe ich so viel mehr erfahren als von Frau Kröger direkt. Und eins steht fest, die Frau Kröger hat ein Motiv, sowohl gegenüber Fabian als auch meiner Mandantin zu agieren. Und das werde ich jetzt sofort der Frau Breuer erzählen. Und dann werden wir mal gemeinsam der Jasmin auf den Zahn fühlen.